Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Ich begrüße euch zurück bei Hawkeye. Ja, Leute, wir treten in die Fußstapfen von Dagobert Duck. Ja, wir sind auf dem Mond. Eines der schönsten Level im gesamten Spiel. Ich rate euch hier wirklich mal so ein bisschen die Hintergrundgrafik zu beobachten. Das sieht so cool aus mit dieser Mondlandschaft und generell diesem Galaxie-Hintergrund. Richtig herrlich. Aber gut, legen wir los. Wir wissen, wir haben Zeitdruck so ein bisschen hier. Und jetzt schaut euch mal diese Mondmenschen an. Die sind not amused, dass ich hier bin. Ich sehe das schon. Der Mond war ordentlich gut besiedelt anscheinend zu dieser Zeit. Wann auch immer das hier spielt. Und das sind noch nicht die fettesten Gegner, die es hier gibt. So, wir müssen wieder nach rechts. Dann gucken wir mal. Ah, da oben ist das nächste Symbol. Und oh Gott! Seht ihr, was da oben rumrennt? Dem wollte ich wieder dem wollte ich, glaube ich, nicht begegnen. Ich glaube, der ist böse. Aber es gibt hier sogar noch was Fetteres. Ihr werdet es mit Sicherheit gleich sehen. Das wird böse. Oh ja, das wird sowas von böse. Ich sehe es kommen. Ah, da ist schon das nächste Symbol. Und diese Hand hier, oh mein Gott. Yeah, High Five. Das ist so cool. Die können wir aber, glaube ich, genau, die können wir auch besiegen. Haha, schon haben wir das dritte Puzzleteil. Ein viertes fehlt noch. Und oh Gott, das ist der Fette, den ich gemeint habe. Ja, den können wir aber auch besiegen. Kein Thema. Ja, es gab sogar Dinosaurier auf dem Mond, wie ihr seht. Also, die historischen Aufzeichnungen darüber sind lückenhaft, aber es gab sie. Dinosaurier auf dem Mond. Wir sind quasi auch Turok Dinosaur Hunter. Ja, warum nicht? Moon Dinosaur Hunter. Autsch. Da soll noch einer sagen, ich mache nicht mit Turok weiter. Okay. Na gut. So, müssen mal gucken. Ein Symbol müsste noch kommen und dann müsste eigentlich auch schon das nächste Puzzleteil, glaube ich, anstehen. Was wir einsammeln können. Dann können wir den Mond auch schon wieder verlassen. Sehr gut. Ging es hier oben weiter? Ah! Aber ich habe das... Oh Gott! Jetzt kommt sie schon von beiden Seiten. Wie unfair. Aber ich habe zumindest gesehen, wo ich hin muss. Da unten ist so ein L, glaube ich, erschienen. War das ein L? Ich glaube, es war ein L. Hüsser! Hüsser! Diese Schlümpfe. Diese gehörten Schlümpfe. Horny-Schlumpf. Nein, das klingt falsch. Geiler Schlumpf. Ja, ja. Hey, du. So, danke dir. Jetzt haltet ihr alle die Schnauze. Oh, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so dämlich sein? Egal, ich hab mein L. Ich gehe wieder nach rechts. Wow. Oh, ich liebe... Da ist schon das letzte Puzzleteil. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Da pack ich euch. Wenn diese Horde Schlümpfe da oben mal weggehoppelt ist. Das letzte Puzzleteil noch oben drauf. Richtig schön. Ah, oh, ich liebe dieses Level einfach. Es ist wirklich, ich find's so cool. Schaut euch echt hier mal speziell so hier auf dieser freien Fläche mal den Hintergrund an. Ich finde das so richtig cool für C64-Verhältnisse. Es muss ja nicht immer alles HD sein und was weiß ich was. So liebevoll gestaltete Grafiken, das hat doch was. Das finde ich einfach richtig genial. Ich bin jetzt so richtiger Nostalgiker, ich kann nicht anders. Hörster! Yes! Oh Mist, dass der mich trotzdem noch erwischt. Auf ihn draufgehüpft, ja. Wir sind halt nicht Mario. Oh Gott. Wir überleben sowas nicht, wenn wir auf andere Sachen draufhüpfen. Haha! So, okay. Ich freue mich über das Unglück dieses Dinosauriers. Ich bin so böse. Dam da 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 da. Diese Musik ist so fröhlich. Ja, aber jetzt kommt wieder die epische Zwischensequenz. Ich glaube, das warp ich mal eben kurz. So. Ja. Wir müssen uns das natürlich ansehen. Allein schon auf Einstimmung auf das nächste Level. Ha! Seht euch an, wie episch er ist. Die Arme in die Hüften gestemmt und eine coole Pose hingelegt und ja, sich britzeln lassen. Warum nicht?
Er ist halb Mensch, halb Maschine. Er braucht das. Unser lieber Hawkeye. Ja, gut, sehr schön. Dann geht's gleich mit dem vierten Level weiter. Und ab jetzt wird's, wie gesagt, immer heftiger. Das vierte Level steht an. Es lautet... Blue Monday. Ja. Oh, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dieses Level. Oh, das ist auch richtig cool. Diese Landschaft hier. Ja, der Blue Monday, der blaue Montag. Wir sind blau, völlig blau und das schon am Montag. Ach Gott. Der Hawkeye ist völlig besoffen am Montag. Der Blue Monday. Ja. Ah! Au. Und das war dämlich. Okay, das waren zu viele Gegner. Ich glaube, hier sollte ich die Waffe wechseln. Ja, und das erste Symbol befindet sich dann wohl links. Alter, wie viele Gegner? Es ist ein bisschen viel gerade. Okay, schon das zweite Mal draufgegangen. Trotz unendlich Leben, das will ich natürlich nicht, also. Ein bisschen anstrengend will man sich ja natürlich schon. Ah. Hier sind aber auch wirklich... Oh, hier ist die Hölle los. Alter, Alter! Das ist ja Wahnsinn. Hier kreucht und fleucht und fliegt alles Mögliche rum. Das ist ja richtig übel. Okay, das ist jetzt schon eine deutliche Steigerung zum dritten Level. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe dieses Spiel unterschätzt. Jetzt bin ich gerade richtig froh um die unendlich Leben. Ja! Oh, kommt schon! Dieses dauernde Respawn, das hat mittlerweile so ein Bart. So ein Bart wie ich. So, okay. Hier müsste eigentlich dann gleich das nächste Puzzleteil kommen. Ah, Alter, oh Gott! Sturzflug? Wieso? Egal. Ich hinterfrag's besser nicht, sie sind einfach pissig auf mich. Hörst du? Warum bist du auch am Montag schon völlig blau, Hawkeye? Was hast du jetzt davon? Hörst du? Oh! Alter! Wie soll man denn da ausweichen? Das ist viel zu viel, die kommen ja von allen möglichen Seiten. Ja, jetzt brauche ich auch keine extra Energie mehr. Das ist hier so ein Energiesymbol. Aber jetzt müssen wir wieder. Ah, sehr schön, hier ist es schon. Nach links. Und? Da ist schon das letzte! Oh mein Gott! Und wenn wir noch was finden wollten, das wäre dann auf der linken Seite. Da gibt's dann noch Munition und lauter solche... Ach, wir waren noch nicht lange hier drin in diesem Level. Ich würde mal sagen, für einen Spaß machen wir das. Was bist du denn? Egal, du siehst ungesund aus. Von daher, machen wir dich mal weg, ehe du uns noch Probleme bereitest. Wo ist denn das nächste Symbol? Was für ein... Das ist ja noch schlimmer wie... Wie die Tauben hier. In der Fußgängerzone oder so. Richtig übel. Oh Gott! Hier kommt man ja gar nicht zurecht. Ah, ein Fragezeichen. Ich weiß nicht genau. Das ist irgendein Mysterium, aber ich weiß nicht mehr, leider nicht mehr genau, wofür das gut war. Falls jemand dieses Spiel noch in Erinnerung hat, falls jemand dieses Spiel kennt... Und weiß, was es mit diesem Fragezeichen auf sich hat, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich nämlich mal interessieren. Das habe ich nämlich wirklich... Das habe ich jetzt komplett vergessen, wofür das gut war. Okay, dieses Level ist übel. Und das ist erst Level Nummer 4. Wir sind, glaube ich, erst bei der Hälfte angekommen. Des Spiels, so ziemlich. Und... Ich bin jetzt praktisch chancenlos schon. Das ist ja richtig übel. In den vorherigen Levels hatte ich zumindest noch eine kleine Chance. Aber egal. Ich streng mich an. Ich muss nur noch aus diesem Level raus, dann hab ich's. Ah, der blaue Montag ist einfach zu viel für mich. Was für ein Vogelschwarm hier, unfassbar. Nix wie raus hier! Oh mein Gott! Yeah!
So, was kam jetzt für ein Level? Jetzt weiß ich es schon nicht mehr, glaube ich. Ab hier setzt gerade ein bisschen meine Erinnerung aus. Ah, doch, dieses... Moment, ja, ich weiß es. Ha, erstmal wieder epische Zwischensequenz abwarten. Und dann sehen wir's. Yay! Ach, das ist einfach zu episch. Ich mag das. So, das nächste Level, Leute. Es steht an. Level Nummer 5 ist... Der Wald. Yay! Der Click-Clock-Wood. Oh, ja. Oh, ja. Die Erinnerung hat offiziell wieder eingesetzt. Hahaha, sehr schön. Oh, nicht sehr schön. Ach ja, richtig, das waren Abgründe hier. Und hier gab's eine Menge davon. Hier muss man jetzt richtig aufpassen. Einen Saloon gibt es hier, ja natürlich. Jetzt sind wir auch noch im Wilden Westen. Ein Saloon mitten im Wald, das muss man sich mal vorstellen. Das, ich glaube, das gab es... nicht allzu häufig. Das ist aber eine interessante Idee. Vor allem, dass da eine Hand aus einem Baum rauskommt. Seht ihr das? Dieses Level ist völlig... Ja, das ist jetzt definitiv offiziell jetzt mal völlig wahnsinnig geworden, dieses Level. Also... Au! Okay, ich sehe schon, da muss ich ein bisschen anders... Ich muss jetzt wieder nach links, okay? Oh, ja, ja, ja. Schwarm Insekten. Den sollte ich natürlich ausweichen. Ah, ein Wurm! Oder eine Schlange? Oh Gott. Ich locke die Schlange an und wenn sie kommt, dann zack. Nein. Ich mach das Geräusch jetzt nicht, keine Sorge, aber... denkt es euch einfach. Oh. Und denkt euch auch bitte, dass das nicht passiert wäre, wenn... Oder dass das nicht passiert ist. Sagen wir es so. Okay, hier geht's weiter. Oh, komm jetzt! So. Ah. So viele Vögel. Was? Wieso komme ich da nicht rüber? Moment. Wie ging das denn? Aha. Okay. Ich werde einfach drüber... Alter. Der Riese mit seinem Baseballschläger. Ich erinnere mich an den. Ja. Und der hält richtig was aus, wie ihr seht. Sogar mit der etwas heftigeren Waffe. So, und hier mussten wir jetzt auf die... Ah, fuck! Auf die Treppenstufen, genau, und... Dann können wir uns hier das nächste Symbol schnappen. Und es geht wieder auf nach rechts, oh ja. Oh, dieses Spiel, das ist richtig... Ab hier wird's echt schwer, ab hier wird's richtig schwer. Gut, der Blue Monday war schon zu viel für mich, aber jetzt wird's richtig heftig. Wenn man Übung hat, ist es wirklich nicht unfair, das Spiel. Auf keinen Fall. Also ich habe es damals geschafft als Kind. Aber man braucht halt wirklich Übung. Und schon wieder so ein Mysterium eingesammelt. Oh, wir müssen wieder... Wir müssen nach links, okay. Oh, Mist, das war zu früh. Ja, das habe ich gemerkt. Stirb, du! Ja. Die geben coole Geräusche auf. Hüa, hüa, hüa. Ja, diese Riesen sind einfach cool. So, weiter nach links. Okay, wir müssen weiter nach links. Oh Gott, und ich höre wieder so einen Riesen. Das ist niemals gut. Au. Oh, jetzt komm. Da rutscht man aber auch wirklich so leicht ab. Was ist denn das? So, und jetzt müssen wir wieder nach rechts. Ich hab's gewusst. Das war einfach nur dafür, um Energie wieder zu bekommen. Aber wie gesagt, dieses Auge, das lotst einen nicht nur zu den Puzzleteilen, sondern generell zu allen versteckten Items. Und von daher müssen wir halt damit leben, dass wir auch wegen sowas dann mal hier hingeschickt werden.
Aber wir müssen weiter nach rechts. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich würde sagen, den Wald machen wir diesen Part noch fertig, auf jeden Fall. Uns fehlt ja nur noch ein Symbol. Oder ein Puzzleteil. Ah. Au. Ah, fuck, diese Hand habe ich jetzt ganz vergessen. Aber da haben wir es. Gut, wunderbar. Raus hier. Der Wald. Der hat mich fertig gemacht. Ach du meine Güte. Dam, 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 dam. Das war kein gemütlicher Waldspaziergang. Auf jeden Fall nicht. Was hat der Saloon da gemacht? Und warum gucken Hände aus dem Baum raus? Das ist doch alles nicht mehr normal hier. Oh Mann. Ja, Leute. Ihr seht, dieses Spiel ist nicht einfach. Nach den ersten drei Levels war es ja noch okay. Aber danach wurde es heftig. Und es wird noch heftiger. Wir sind noch nicht durch. Level 6 steht an. Level 6. Oh Gott. Was war Level 6 nochmal? Wir werden es gleich sehen. Wenn ihr dachtet, Riesen mit Baseballschlägern waren schon alles. Nee. Da kommt noch eine Menge. Aber was könnte das noch toppen? Das Secret Level! Was war das Secret Level nochmal? Oh, geil! Ja, ich erinnere mich! An dieses Level erinnere ich mich aber sowas von! Okay, Leute! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Euer Weehawk LP!